Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, wir gehen einmal am 19.12., den Samstag, über die Zahlen. Dementsprechend wird das ein relativ kurzes Video heute werden. Gestern vermeldet das RKI 31.300 neue sogenannte Infektionen. 157.696 Meldungen haben sie sich für die letzte Woche hochgerechnet. Und wir haben eine Inzidenz von 190. Seit Beginn der Aufzeichnungen 25.640 Verstorbene. Und wenn wir jetzt hier gucken, auf dieser Übersicht sehen wir, dass sich dieses Wellenmuster im Groben immer noch fortsetzt. Heute Abend hoffe ich, dass wieder ein Tagesbericht kommt, aus dem wir dann nochmal genauer gucken können, wie hoch der Nowcast-Anteil ist. Und dann, ja, lassen wir uns mal überraschen, meine Lieben. Wir haben einen R-Wert von 1,05. Jetzt springen wir einmal auf das Divi-Register. Wir sehen, die Karte ist relativ unverändert. Hier ist der Report vom 19. Ich mache den euch mal ein bisschen größer. Wir haben deutschlandweit aus 1289 gemeldeten Krankenhäusern 4.939 Personen auf Intensivstationen. Die Quote ist weiterhin 53% invasive Beatmungen. Wir haben abgeschlossene Behandlungen 42.091, 10.387 davon verstorben. Die Quote ist bei 25% relativ konstant. Gestern waren es 154 Verstorbene. Jetzt gucken wir nochmal gerade oben auf die Zahl, wie viele Verstorbene gestern gemeldet worden sind. 702. Und wenn wir jetzt da die 154 wieder nehmen als Grundlage, dann haben wir einen Faktor von ca. 20%, die auf intensiv verstorben sind. Jetzt gucken wir einmal auf die Zahlen drauf. Wir haben 64, Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. 22.064 belegte Betten auf 4.756 freie Betten. Die Reserve ist auf 11.148 gesunken. Jetzt gucken wir einmal auf den Bericht vom 1. Da sehen wir, wir hatten mehr belegte Betten als jetzt aktuell. Wir hatten aber 5.460 freie Betten und eine Reserve von 11.783. Also hier sehen wir, dass diese Zahl systematisch reduziert wird. Das kommt auch schön aus dieser Grafik hier hervor. Also wir sehen, dass die verfügbaren Kapazitäten immer weiter runtergefahren werden. Somit erzeuge ich natürlich eine prozentual höhere Auslastung der Intensivbetten, obwohl ich im Endeffekt eine ähnliche Anzahl an Personen dort liegen habe. Bei den Helios-Kliniken sind 11.689 Personen ohne Covid-19 auf Normalstation, 1.315 mit Covid-19-Indikation. Auf der Intensivstation haben wir 1.039 ohne Covid-19 und 352 mit. Auch hier sehen wir dieses, ja, sag ich mal, Phänomen zum Wochenende hin, dass die Betten ein wenig geringer belegt sind. Wenn wir jetzt hier auf die Influenza-Karte sehen, gucken, ist sie immer noch relativ unverändert. Wir gucken nochmal hier auf die Sterbezahl. Im Moment sind wir leicht über dem Durchschnitt, das muss man schon sagen. Aber wir sehen, dass wir hier unterhalb des Durchschnittes waren. Und wir haben einen ganz wichtigen Punkt bei uns dabei, meine Lieben. Die Bevölkerungsgruppe 67 plus macht 16,1 Millionen Menschen in unserem Land aus, ein Anteil von 19%. Und diese Altersgruppen werden sterben. Sie werden irgendwann ihren letzten Tag auf diesem Planeten erleben. Und das ist vollkommen normal. Wir sehen hier, allein im Jahrgang 1938 haben wir noch 723.000 Personen, meine Lieben. Hier noch einmal der Hinweis auf den Artikel der Daily Mail, aus dem hervorgeht, dass ein Leitersturz zu einem SARS-CoV-2-Toten geführt hat. In dem Sinne, meine Lieben, weitere Zahlen brauchen wir heute nicht behandeln. Die Aktien werden nicht gehandelt. Dementsprechend nehmen wir die Zahlen auch nicht mit auf. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Heute Abend wird, sofern verfügbar, auch ein Bericht über den Tagesreport wiederkommen. Und in dem Sinne, meine Lieben, ja, gerne liken, teilen, kommentieren und auch bitte abonnieren. Ich sehe, dass gut 80% meiner Zuschauer noch kein Abo dagelassen haben. Dementsprechend gerne abonnieren und wenn ihr abonniert, bitte auch die Glocke aktivieren, damit ihr über die neuesten Videos immer informiert werdet. In dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein,
Lernt euch die Quellen selbst zugänglich zu machen und sie auch anzuschauen. Und in dem Sinne einen schönen Samstag.